Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns mal, was man so braucht an. Und zwar gibt es hier mal wieder von Franzis nicht den Man's Gadgets Adventskalender, sondern was man so braucht. Nützliches und Humorvolles für den Herrn. Okay, den Herrn. Ja, und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 29,99 hat das Schätzelein gekostet. Ich habe ihn bei Weltbild bestellt und ich setze euch auch gerne den Link dazu unten in die Infobox. Ich glaube, Erwin werden wir jetzt an dieser Stelle nicht brauchen. Ich werde ihn jetzt einfach mal so mit euch auspacken. Ich höre Schritte. Ich höre einen Geist. Wir haben einen Hausgeist, sehr wahrscheinlich. Ja, darüber machen wir uns jetzt aber keine Gedanken. Wir haben nämlich einen Kläppchen-Adventskalender. Und ja, da starte ich doch einfach mal hier mit der Nummer 1. Einfach EC oder Kreditkarte einschieben und Sie sind sicher unterwegs. Ja, ich weiß nicht, ob dieser Adventskalender eher online kommt oder der für Damen. An genau der gleichen Stelle hatten wir tatsächlich auch etwas sehr Ähnliches, etwas Identisches drin für die Frau. Es ist praktisch, ne? Du kannst einfach deine Karte da reinpacken, die entsprechend mit einem RFID-Chip versehen ist und somit ist es dann quasi, ja, dass die nicht irgendwie, also du hast manchmal böse Leute, die irgendwie mit irgendwelchen technischen Geräten an dir vorbeigehen in der Stadt und dann quasi deine EC-Karte auslesen und damit dann quasi shoppen gehen könnten und sowas soll das halt vermeiden. Jo, ist okay. Genau darüber befindet sich nun die Nummer 2. Und auch das ist im Frauen-Adventskalender drin und das hatten wir tatsächlich auch letztes Jahr im Adventskalender drin enthalten. Hält bombenfest an jedem Smartphone-Rücken. Das ist einfach ein, so ein Ring, den du dir halt von hinten an dein Smartphone dran kleben kannst und dann kannst du dein Smartphone besser halten. Hier haben wir auch so einen Klebestreifen dran, dass das Ganze besser halten soll. Finde ich ganz praktisch, wenn man sowas noch nicht hat, ist es okay. Ich persönlich finde es schade, dass wir hier eine graue Geschichte haben, ne? Durchsichtig wäre es ein bisschen praktischer, weil sonst hast du halt immer dieses graue Viereck bei dir dran. So, selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Für die schnelle Reparatur unterwegs mit 7 Einsätzen. Das hatten wir letztes Jahr auch drin, fand ich aber großartig. Und deswegen finde ich es auch cool, dass sie das dieses Jahr wieder mit aufgenommen haben. Denn du hast hier einfach, ich habe gerade einen Werkzeug-Adventskalender ausgepackt, lieben wir. Ja, so ein Bithalter. Der ein bisschen schief ist, sehe ich gerade. Und dann, genau, und dann haben wir hier wirklich sehr, sehr feine Bit-Einsätze. Sehr, sehr fein. Torx, Schlitz, Kreuz, was das Herz begehrt. Aber das ist halt eher so für, keine Ahnung, wenn du eine Uhr hast oder so ganz, ganz kleine Sachen, ne? Also eher so Feinmechaniker-Größe. Aber es ist an und für sich ein cooles Tool, oder? Dann nimmst du das nämlich, machst das vorne rein und kannst dann eine Schraube öffnen. Glaube ich ganz praktisch so im Auto oder so. Wenn du mal eine Schraube locker hast, wird das Ding dir helfen. Cool. Und schief ist ja bekanntermaßen modern. Hier haben wir die Nummer 4 und da befürchte ich auch wieder das gleiche drin zu haben. Okay, falls sie mal nicht das passende Kleingeld haben. Nö, aber es ist okay. So, das, ne, ist, hatten wir halt bei den Frauen auch mit drin, aber man hat ja selten, dass man beide Adventskalender halt sich holt. Ne? Das sind halt so Einkaufswagenchips, finde ich praktisch, sind 2 Stück, kann man sehr gut gebrauchen. Definitiv sehr gut. 5 ist hier unten. Der Tag von Nikolaus. Genau, hier haben wir auch Evo-Gutscheine drin. Ich glaube, 2 Stück müssten hier drin sein. Und es stand außen auf der Folie auch drauf, dass die vom 1.11.2023 bis zum 28. Februar 2024 einlösbar sind. Witzigerweise steht auf den Gutschein drauf, dass die bis zum 28.02.2023 gültig sind. Da dumm. Ja, das ist jetzt von John LeCroat. Sagt mir jetzt so nichts. Der Deal. Ich persönlich bin eher halt jemand, ich lese halt richtig gerne normale Bücher, ne, habe sie in der Hand, ich rieche gerne Bücher, aber da ist jeder Jack ja auch anders. So, Nikolaus haben wir hier oben. Ups. Oh, hatten wir das nicht auch letztes Jahr drin? Unterwegs immer den richtigen Weg finden. Ein Kompass ist das. Ja, kann man machen mit einem Karabiner und einem anderen Haken, wo ich gerade nicht weiß, wo man den dran befestigen kann. Aber ein Kompass ist nie verkehrt. Der ist echt nicht verkehrt. Ich habe noch keinen Kompass. Werde ich mir vielleicht ins Auto legen. 7 haben wir direkt daneben. Auch so winzig klein. Bevor Ihnen die Luft ausgeht, lieber Ventildeckel benutzen.
Hier ist ein Ventildeckel drin. Das ist natürlich witzig, praktisch und kann Mann, aber auch Frau sehr gut gebrauchen. Dass wenn dann irgendwie beim Auto, ne, so eine Ventilkappe einfach verloren geht, dass man sowas einfach in petto da hat, ist nicht verkehrt. Kann man gebrauchen. Kann man gebrauchen. Die Nummer 8 darf machen, das ist krass. Was nicht passt, wird passend gemacht. Das ist eine kleine Wasserwaage und damit kann man halt auch super Bilder aufhängen, weil du hier auch so, Nupsis hast, ne? Löcher nennt man das, genau. Und ich glaube, dass das letztes Mal hatte ich dieses Ding auch meinem Freund gegeben. Ich weiß nicht, ob er die noch hat oder ob die mittlerweile verloren ist. Ist auf jeden Fall praktisch, weil klein und handlich, ne? In der Nummer 9 dürfen wir uns über etwas Längliches freuen. Für Highlighter-Momente. Oh, guck mal, hier haben wir halt so einen richtigen Textmarker drin, der jetzt in der Kamera nicht so neon erscheint, wie er in Realität ist. Der ist richtig neon-orange, kann man auf jeden Fall immer gut gebrauchen. Ja, finde ich gut. In der Nummer 10 darf es, damit sie beim Lesen wieder Anschluss finden, weitergehen. Genau, auch das hatten wir letztes Jahr drin, auch das haben die Frauen mit drin. Das ist ein Magnetlesezeichen. Finde ich praktisch, finde ich gut, verwende ich auch. Ich finde es halt super witzig, dass du hier sowohl ein Magnetlesezeichen als auch E-Books drin hast. Kannst ja schlecht an deinem Tablet oder wo auch immer dran machen, macht ja keinen Sinn, ne? So, erste Schnapszahl, die Nummer 11. Nicht nur zum Polieren der Brille geeignet, auch hier haben wir ein Brillenputztuch drin, was per se ganz praktisch ist. Das kann man wirklich gut gebrauchen, ich kann es gut gebrauchen, ich bin Brillenträgerin, aber auch jeder, der irgendwie eine Sonnenbrille trägt, ne? Kann man, ist ein sinnvolles Produkt, ja. Halbzeit, die Nummer 12 habe ich hier in der Mitte. Also die Kläppchen lassen sich schwer öffnen. Guck mal, das ist ein Zahlenschloss, das hatten die Damen tatsächlich auch drin. Hier haben wir es jetzt in Blau am Start. Ja, auf jeden Fall eine praktische Sache, ne, für jede Art von Schlösser. Ich würde es jetzt nirgendwo dran machen, wo jetzt irgendwie super wertvolle Geschichten drin sind, wie ja zum Beispiel, keine Ahnung, Fahrradschloss oder so. Das wäre mir, passt auch, glaube ich, gar nicht. Aber, ne, das wäre jetzt nicht so. Aber wenn ich jetzt im Fitti bin oder so und das da halt an meinen Spind dran mache, dann passt das schon. Die Nummer 13. Ein Knobeli. Denksport für zwischendurch. Ja, auch das hatten wir letztes Jahr, auch das haben die Frauen drin. Yay, ist halt irgendwie ein Gadget, ne? Die Nummer 14 ist hier unten. Oh, auch für Winterreifen wichtig. Profil zeigen, das finde ich gut. Das ist so ein Profiltiefenmesser. Erinnere ich mich tatsächlich noch aus der Fahrschule dran, ne? Da gab es sowas halt immer. Und das finde ich total super. Also das ist wirklich ein praktisches Gadget. Also das ist cool. Wirklich cool, oder? Was meint ihr? Doch, praktisch. Mag ich. Richtig gut. Mensch, das macht mich gerade glücklich. Okay, Nummer 15. Die versteckt sich hier. Oh, auch das ist praktisch. Vorsicht, scharf steht hier drauf. Das ist ein kleines Cuttermesser. Mensch, das ist ja cool. Kann ich hier oben sehr gut gebrauchen, einfach um Pakete zu öffnen zum Beispiel. Aber aufpassen, dass ich mir nicht die Finger abschneide. Das stimmt tatsächlich. Dann schauen wir jetzt hier mal in die Nummer 16 rein. Bestens geeignet für zentimetergenaues Arbeiten, auch an engen Stellen. So, das finde ich jetzt mal sehr, sehr gut, denn bei den Frauen war auch ein Maßband drin. Und das fand ich erst so ein bisschen nicht so cool, weil ich mir gedacht habe, hey komm, A, Klischee und B, was willst du einer Frau damit sagen, wenn du ihr ein Maßband in den Adventskalender packst? Das ist genauso, als würdest du hier eine Fußwaage reinpacken oder einen Kochtopf. Das finde ich nicht so cool. Aber nein, die Männer haben es auch. Finde ich gut. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Okay, 17. Wow, das ist der Tag vor, Quatsch, das ist was, eine Woche vor Heiligabend. So, ein riesiges Kläppchen. Ah, sehr gut. Das haben die Frauen auch drin. Spoiler ich gerade ein bisschen, sorry. Damit geht ihnen garantiert ein Licht auf. Das ist sehr, sehr praktisch, denn du hast hier einfach eine Lampe, die du per USB an deinen Laptop zum Beispiel anschließen kannst. Und wenn du dann nachts arbeitest oder keine Ahnung, oder am Tablet oder sonst irgendwo und dann halt irgendwie noch ein bisschen Licht haben willst, ist auch ein bisschen schonender für die Augen tatsächlich, ist das wirklich cool. Also das ist auch eins der Highlight-Produkte, die ich auch in dem Frauen-Adventskalender gesehen hatte. Jetzt steigen wir mal in die Weihnachtswoche am 18. Dezember ein, die sich direkt groß daneben befindet. So kurz vor Weihnachten jetzt bloß nichts mehr vergessen. Das ist ja auch so eine To-Do
To-Do-Liste, die war auch letztes Jahr mit drin, die ist auch im Frauen-Adventskalender drin, finde ich nicht so cool. Also wenn ich, also ich habe eine schöne To-Do-Liste, die ich wirklich gerne führe, und die habe ich von Özlem aus dem Ella Nilo Shop, kann ich euch auch gerne mal in der Infobox verlinken. Und ja, das ist halt eine hochwertige To-Do-Liste und das ist halt so, ja, süß, ne? Ist praktisch, aber ich brauch's halt irgendwie auch ein bisschen schicker dann tatsächlich, weil wer mag schon Aufgaben? Die Nummer 19. Bringt Ordnung ins Kabelchaos. Nee, sowas kriegst du doch für Umme mit dabei. Ja gut, das ist so ein Klett-Ding. Yay. Habe ich hier tatsächlich noch von meinem Mikro liegen. Der war halt für Umme mit dabei. Ne? Ich meine ja nur. Gehen wir in den 20er Bereich hier mit der Nummer 20. Ach guck, ja. Nie wieder Kratzer auf der Brille, auch das haben die Frauen drin, das ist ein Brillenetui, kannst du aber auch natürlich andere Sachen drin aufbewahren. So, 21 ist hier unten. Ein Mann ohne Bart ist wie ein Brot ohne Kruste, das finde ich frech, muss ich gestehen. Und hier haben wir halt so einen Sticker mit einem Moustache. Das finde ich frech. Nicht jeder mag Bart, nicht jeder möchte Bart tragen. Und dann am 22. Dezember, am 21. Dezember vom eigenen Adventskalender beleidigt zu werden, wenn man vielleicht keinen Bart trägt, ist irgendwie gemein. Das finde ich nicht gut. Nummer 23. Hier haben wir ein E-Book wieder drin, und zwar Das Erbe des Blutes. Das hört sich auf jeden Fall spannend an, finde ich ganz nett. Aber auch hier steht wieder bis einschließlich 28.02.23. Läuft. Apropos 23, das öffnen wir jetzt den Tag vor Heiligabend. Dreht Ventile ein und auch wieder aus. Ah, okay. Ja, das ist ein Spezialwerkzeug. Ist bestimmt sinnvoll, ne? Kann man brauchen. Und jetzt gucken wir uns Heiligabend an, den 24. Dezember. Ein Muss für Outdoor-Abenteurer. Oh, haben die jetzt hier, das ist richtig schwer, haben die Männer dann ein Taschenmesser drin? Gut, dass ich als Frau den auspacke und das dann einfach behalten kann. Ja, hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch drin, aber es ist halt cool, ne? Mensch, das feiere ich. Das ist ein tolles Nummer 24-Kläppchen. Und ich glaube, genauso wie im letzten Jahr auch, muss ich sagen, dass mir persönlich einfach der Männer-Adventskalender besser gefällt als der Frauen-Adventskalender. Und da bin ich halt ganz glücklich, dass man heutzutage auch als Frau einen Männer-Adventskalender bestellen kann. Ne? Oder sich halt auch wünschen kann. Denn hier haben wir super praktische Produkte drin, die mir richtig gut gefallen. Ich finde auch, dass dieser Adventskalender definitiv eher seine 29,99 wert ist, als es bei dem Frauen-Adventskalender der Fall ist. Und ich finde auch die Produkte toll hier drin. Schreibt mir aber gerne mal, was ihr so zu dem Adventskalender meint, unten in die Kommentare rein. Da können wir uns gerne austauschen. Und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!